Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen zu meinem Trainingsvideo. Wie verteidige ich mich richtig gegen so einen Funker? Ich reite direkt zur Tat. Stell dir vor, du bist gerade im Wald. Im Wald. Und du bist spazieren, dein Frau ist dabei. Und du läufst halt so normal, du guckst in deine Pokémon-Karte rein und sagst, komm mal da, Schatz, wie ich mein Pipi habe. Und sie sagt halt dann so, du bist so lustig. Und auf einmal kommt er. Ein Reiber. Hey du, gib mal die Pokémon-Karte her, sofort! Und du stehst da und denkst dir, was für Karte, du Fickfrosch! Runter vom Rasen jetzt! Nummer 1, was du machst, du schickst die Frage und sagst, Schatz, geh zur Seite, ich werd gleich furios. Und wenn es entgegen sagst, Schatz, ich hau dir gleich nicht richtig! Und dann geht's sofort. Und dann fängst du, oh, Nummer 2, du holst deine Waffe raus. Bing, bang! Und dann sagst du halt einfach, du kannst jetzt noch aufgeben, aber ich hab auch meine Waffe dabei, gell? Die sind nur schnell in deinem Gesicht, mein Freund. Verstehst du das? Und dann hat er wahrscheinlich Angst. Wenn nicht, drückst du ihm direkt in die Hände Gurgel draus. So. Aber du musst es so machen. Wisch. Ich zeig's euch kurz langsam. So. Du musst sie schnipsen. Zack. Dann ist er kaputt, der Bangalt. Wenn es nicht hilft, dann legst du richtig los. Du machst ihn richtig kaputt. Du sagst, Alter, das gibt dir fürchterliche Scharmützel jetzt, mein Freund. Und dann fängst du, oh, du musst die Drecksau richtig im Gesicht treffen. Aber brutal, ich muss sie kaputt schlagen, du. Verstehst? Noch ein paar Schläge für euch. Rechts-Links-Kombination. Du schlägst rechts, dann links. Einfache Sache. Kann man nicht viel falsch machen. Wenn du zuerst links und rechts machst, ist es falsch rum. Da lacht er nur, ich. Wenn er dir direkt ins Gesicht zielt mit der Waffe. Hör auf, Uli, zu schießen jetzt. Das ist nur Spaß. Ich muss kurz meinem Ding durch Sarah, dass er nicht wirklich abdrücken soll. Egal, zurück in den Charakter. Wenn er dich ausschießen will, ja, und der ins Gesicht zielt, nicht panike. Du darfst nicht panike. Auch nicht tanzen, blöd in der Situation. Du gehst hin und sagst, ey, nicht in mein Gesicht, okay? Dann hören sie meistens schon auf. Aber wenn er immer noch hier zielt, machst du so, guck, du nimmst die Hand, aber ganz schnell und machst so. Verstehst? Wenn er dann nämlich abdrückt, hast du ein Loch in der Hand. Kannst ins Krankenhaus und bist gerettet. Vielen guten Tag, Dankeschön. West Side Story! Wenn er dir die Waffe ins Gesicht... Jonathan! Hör auf, ich schieße jetzt! Oh, ich erschrecke immer früh. Ah. Jürgen, schneid das raus! Jürgen! Wo ich mich in 10 Jahren sehe? Auf die große Leinwand. Aha. Du kannst doch weiter der komische kleine Produktion machen da in dem Studio, in dem Scheißloch da. Ich bin später im Kino, verstehst du? Ich bin mal ein großer Star. Bei so einem Film mit anderen Leuten. Weißt du, wie ich lache? Wenn ich zufrieden bin. So lache ich, wenn ich zufrieden bin. Hörst du mich gern? Ich bin zufrieden jetzt im Moment. Ihr vom Licht, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ihr steht nur rum und leicht mich aus. Was verdient ihr? Ha! Was? Gibt's das? Das ist ja bald die Hälfte von mir. Sind wir da soweit fertig? Hallo? Hey! Hallo? Hä? Wo ist denn die heiße Schnecke vom Dreh gerade? Wo ist denn die beim geilen Drecksau da? Wo ist denn die? Hey! Sexy! Na, die war vielleicht so geil, die Schnecke da. Wo hast du denn die aufgabelt? Hey, ein Puff oder was? Das ist ja ein Puff oder ein Sexy. Meine Frau war früher auch so okay, geiler Fähiger, weißt du? Und jetzt ist er fertig, ne? Da hängt nicht nur der Vorhang jetzt in der Wohnung, weißt du? Nicht nur der Vorhang hängt in der Wohnung. Ne, ne, das ist nicht das Einzige, was hängt. Ach Gott, hör mir auf. Aber so ein junges Ding da! Das ist spritzig, ne? Ja. Also, Udo, wie hat es gut? Ja, ja. Gut, gut. Schön, schön. Und die Frau? Ah, also auch gut. Okay. Die Kinder? Aha. Ah, Deutscher kenne ich. Okay. Gut, gut. Wenn ihr die Waffe ins Tier... Jonathan!